jetzt mal einen kleinen, so einen kleinen Sketch mal anbieten, vielleicht so ja. In der Autofahrt. Ist doch immer gut. Auto ist immer gut. Genau, Auto. Hast du Auto dabei? Na, aber brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir machen das ganz einfach. Da sind wir ja Komödianten. Man nimmt zwar Stühl und hat genau. Auto. Aha. Schwarzes Auto. Hä? Schwarzes Auto, genau. Ich bin der Fahrer. Oder spielen wir in England? Dann bist du der Fahrer. Na, machen wir hier bei uns. Mach du genau. Den Fahrer. Ich bin der Fahrer. Ne? So, hab ich. So. Ist ja, glaube ich, ist ja noch eins mit Schlüssel. Ja, vom Bayerischen Rundfunk. Ja. Das ist recht hoch, das Auto. Das ja, rein. Ganz schön reinkommen. Das Cabrio. Ja. Denken Sie so ein Auto anhalten? Nein. Aber wir haben nur eins. Das ist ja das ist das Auto, hört das Auto. Ich sein. Grüß Gott, Moment. Hallo? Hallo, grüße Sie. Grüß Gott, was kann ich für Sie tun? Hätten Sie mich mitnehmen? Ein Stückerl? Ja. Ein Weg, ein Stück des Wegs. Ja, bitte, kommen Sie rein. Moment. Sehr altes Auto. Wo müssen Sie hin? Nach Vöttner in die Gustavstraße. In die Gustavstraße? Mhm. Schau, hoffentlich schaffen wir das vor 22 oder noch. Ist ja ich möchte ins alte Pensionsamt. Ja, ja, da schauen wir mal, dass wir hinkommen. Ne? Ja, aber Sie können mich im Rathaus rauslassen. Nein, oder? Ich muss eh, das ist kein Problem. Ich kann den kleinen Umweg fahren. Ich muss dann eh dann hinten in die Friedrichstraße. Ah ja, das ist, vielen Dank, das ist ja, sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Das ist schön. Ne? Ja. Dann fahren wir ein wenig, und 10 Minuten später sind wir in der Gustavstraße angelangt. Ne? Ich fahre halt erst einmal ein wenig. Gustavstraße, Etzel, da sind wir drin. Sag ich schon mal Dankeschön fürs Mitnehmen. Nimm du nicht der Rede wert, gell? Ich bin eh fast vorbeigefahren, war ein kleiner Umweg. Naja, dann kann man ja mal wegen so einen Dank sagen, das ist ja kein Thema, ne? Ich war bei dem CVJM jeden Tag eine gute Tat, jetzt habe ich sie heute mitgenommen, Scheiße. Nee, da brauche ich ja gar nicht Danke sagen, wenn Sie ja jeden Tag eine gute Tat haben. Ja, ich bin jetzt schon 3 Stunden rumgefahren, habe geschaut, dass eine junge Frau irgendwo steht, nirgends eine gestanden. Aber ich nehme mal den alten Gradler mit, naja. Das ist ja irgendwie. So wie Sie ausschauten, also ausschauen, müssen Sie schon wissen, dass wir am Hafen fahren müssen, dass die jungen Weiber, die da stehen. Nein, ich fahre schon. Vor Gendorf-Fett, nein. Weil ich jetzt vielleicht maximal einen Kilometer, den ich einen Umweg gehabt habe. Ja, ich weiß, was ein Kilometer, aber Sie wollten eher gute Tat machen, sind eh da rumgefahren, also brauche ich Ihnen da nicht nur Danke sagen. Ich hätte andere gute Tat auch machen können. Ne? Ja, wo denn? Auf der Straße eine gute Tat? Ja, da hätte irgendwo jemanden was zum Essen bringen können oder eine Spende machen können, jetzt habe ich sie halt mitgenommen. Na, ja? Zum Essen? Wir haben ja nichts im Auto zum Essen. Jetzt wollen Sie noch was zum Essen gewollt oder was? Nein. Nein, überhaupt Sie, nicht. Sie sind ein undankbarer Kerl, muss ich jetzt sagen. Jetzt bin ich auf einmal undankbar. Sie sind doch sowieso den Weg daher gefahren. Nein, ich werde überhaupt nicht durch die Gustavstraße gefahren. Wir fahren den Abend durch die Gustavstraße. Alle schauen sie alle an, klopfen sie alle dich an und so weiter. Jetzt auf einmal, Wir haben direkt rausgefahren. Ja, dann zieh halt meinen Dank zurück. Muss man das von Ihnen so anreden lassen? Das ist überhaupt nicht erlebt. Halt keinen Dank von mir. Das habe ich auch noch nie erlebt. Dann nehme ich jemanden, bitte, der sagt dann einmal Dankeschön. Ja, wenn man sich so anmaulen lassen muss, erst will er unbedingt hinfahren und dann wird er vorgehalten, ich wollte gar nicht da hinfahren. Dankbarkeit gehört dazu. Ach, jetzt auf einmal, Dankbarkeit. Wenn man sich so anmaulen lassen muss, ja, das ist eine Unverschämtheit von Ihnen, mich jetzt hier anzupöbeln, bloß weil Sie zu blöd sind, durch die Gustavstraße zu fahren. Ich werde ein Leben lang niemanden mehr mitnehmen, um Sie zu verantworten, weil wenn man sowas von undankbar ist wie Sie, dann kannst du nicht anders. Ja, dann schreiben Sie ein Schild hier auf die alte Karre, die fährt eh nicht mehr lang. Ja. Ne, man fährt es gar nicht mehr, man kann es mit dem Fahrrad fahren. Das ist mir noch nicht passiert. Mir auch noch nicht. Das regt mich jetzt richtig auf, dass Sie so unverschämt sind zu mir. Aber bitte, ich will ja keinen Stress. Ich kann keinen Stress, keine brauchen, dann gehe ich wieder laut durch die Straße und dann kriege ich wieder Anzeige. Schau, das ist ein Ausgänger. Nein, ich muss mich erst beruhigen und ich kann mich nur beruhigen, wenn ich, bitte, reiße mich halt zusammen und sag, kostet Überwindung, aber ich sag's halt trotzdem, sag ich, vielen Dank fürs Mitnehmen. Ach, nicht der Rede wert.